Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons A Wonderful Life. Ich habe ja bereits angekündigt, dass es in diesem Kapitel darum geht, dass wir die ganzen Nutz-Sachen machen. Ach so, heute ist ja 10.17 Uhr in der Villa. Okay, ein Gericht mitbringen. Okay, dann holen wir mal kurz das. Dass wir die anderen Nutzpflanzen und sowas machen. Und das werden wir heute auch tun. Aber vorher nehmen wir mal hier so einen Orangenpunsch mit. Oder ja, scharlachroter Salat nehmen wir auch mal mit. Nicht, dass der Punsch nicht okay ist. Das heißt auch gleichzeitig, dass ich hier jetzt ein paar Sachen raushole. Und zwar fangen wir mit den Bäumen an, würde ich sagen. Da brauchen wir einmal Traubsig. Oh Gott. Also eigentlich alle Dinger hier. Also das. Und das war's erstmal. Den Rest machen wir dann gleich. Wir machen erstmal das. Weil sonst komme ich durcheinander. Huch. Ach ja, jetzt kommt wieder die Katze. Oh mein Gott, ich habe Falten. Ich habe Falten. Leute, ich bin alt. Ich werde alt. Ich bin alt. Oh mein Gott. Ja, ich weiß doch, Mann. Wir kennen das schon. Ja, ja, wir kommen dann schon. Ja, ja, kein Problem. Es ist jedes Jahr dasselbe. Familiendrama. Oh, ich habe Erfolg. Kapitel 4 erreicht. Blüte. 44 Wunder. Oh nein, hier sind die Tiere wieder drin. Raus mit euch. Raus. Auf die Weide. Da gehört ihr hin. Oh ja, mit der Milch. Komm. Oh mein Gott. So. Dann noch. Ja, ja. Komm, komm. Nicht weg. Oh hey, bleib mal hier. Hallo. Hilfe, ich werde weggeprügelt. So, die müssten jetzt fertig sein. Sehr schön. Sehr schön. Ja, damit. Eigentlich. Boah, ich weiß gar nicht, wie viele Nutzpflanzen es gibt. Also, wie viele ich noch anbauen muss und all dies, das, Ananas. Würde aber sagen, wir hauen die. Warte mal, ich kann hier mal kurz gucken. Ich habe nämlich die tolle Liste wieder da. Und zwar Süßrübe, wie oft ich die brauche. 1, 2, 3. Oh, gar nicht mal so oft. 3 Mal. Ja, cool. Dann. Ja, packen wir die mal. Warte mal, ich pack die mal kurz hier rein, weil wie gesagt, ich brauche den Platz gerade für die ganzen neuen Bäume. Ja, warte mal, ich pack einfach so lang alles hier rein, was ich mal schnell nicht brauche. Weil man weiß ja nie, wie viel Platz man braucht. Benötigt. So, gehen wir mal da rein. Winnie, was geht? Hallihallo, was machst du? Ich kann nur Obst und Gemüse zusammen essen, verstehst du? Na, 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 na. Weiter quatschen. Bla, 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 bla. Ich will doch nur mal schnell. Ich will Sachen kreuzen. Los, lass mich Kreuzungen machen, verdammt. Wahrscheinlich ist die Freundschaft wieder extrem runtergegangen. Das geht ja mal so schnell bei dem. Boah, das ist so unglaublich, wie die wieder labert. Ich will doch nur Sachen kreuzen. Ah, jetzt, dankeschön. Okay, also wir brauchen Traubsig und Absig. Absig. Traubsig, also die zwei. Ich mache das schön so, wie es in der Liste steht, in der Reihenfolge. Und hab da was ganz Seltenes kreiert. Solche habe ich noch nie gesehen. Gib der Pflanze doch den Namen, Tanamo. Oh mein Gott. Ey, das sieht doch aus wie eine Pflaume. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ich nenne es jetzt einfach Pflaume. Komm, passt schon. Pflaume. Anbaupflanze heißt Pflaume. Willst du noch was anderes kreieren? Ja, bitte. So, nice. B-Samen, kein Problem. Dann Trananen und Piranga. Benäpfel. Trananen und Piranga. Piranga. So, dann müsste Baum Nummer 2 rauskommen. Hab da was ganz Seltenes kreiert. Sehr schön. Ach du Scheiße, was soll das denn sein? Kiwi? Soll, ja doch, komm. Kiwi. Das nennen wir Kiwi. Das sieht aus wie eine Kiwi. Ja, ich will noch was kreuzen.
Spinat einfach. Passt schon. Das sieht so ähnlich aus. Nö, das war's. Vielen Dank. Und Spinat kann ich, sagen wir mal, bis Herbst also auch nicht jetzt machen. Miau. Ja, und den Rest packe ich einfach hier rein. Das werde ich dann vielleicht einfach so irgendwann aussortieren. So für mich irgendwie. Dass ich weiß, was abgeht. So, wie war das jetzt nochmal mit dem Event? Oh Gott, ey, ich habe das Event komplett vergessen. 10 bis 17 Uhr. Hm. Ist jetzt doof, jetzt kann ich die Zeit nicht skippen. Ah ja, reden wir mal mit Lumina. Hallo. Guten Morgen, Bubo. Hoffentlich hast du heute einen schönen Tag. Im Frühling herrscht das beste Wetter für einen Spaziergang in der Natur. Die sieht noch so jung aus, Alter, und dann schaut mich an. Ich bin einfach ein Opa. Gefühlt. Oh mein Gott, das ist Kate, oder? Boah, juhu. Hey, morgen. Wie läuft es mit deinem Hof? Das Wetter ist dieses Jahr so angenehm. Ach du Scheiße, stimmt, die werden ja auch alle größer und größer und größer. Und älter. Die sieht schon hübsch aus jetzt so. Ich habe sie zwar noch nie von vorne gesehen, aber von hinten kann man auf jeden Fall nichts sagen. Sieht süß aus, die Frisur. Morgen, wo gehst du eigentlich hin? Draußen ist es so schön warm. Wenn ich nach Hause komme, hält mir meine Mutter immer eine Predigt. Ja, perfekt. So, dann hier können wir auch noch rein. Stimmt, stimmt, stimmt. Es gibt so viel, was wir jetzt wieder tun können. Ich guck mal, vielleicht kriegen wir jetzt irgendwie die Tafel. Oh mein Gott. Das ist, viel. Sehr viel. Ich werde so viel gar nicht ausbuddeln können. Niemals. Nicht bei den paar Minuten da. Ach du Kacke. Außer ich buddel natürlich alles sofort aus, dann geht's natürlich. Aber selbst dann dauert es so ewig. Ja krass, ey, wie viel aber einfach. Oh, was ist das? Merkwürdiges. Ich mach jetzt überall erstmal da, wo halt wirklich schon was drin ist. Mhm. Es kommt nichts raus. Ja, okay, dann halt nicht. Oh. Oh. Etwas glänzendes goldenes Gegenstand. Krass. Ja, ja, die guten Minenfolgen kommen wieder. Oh. Jadstein. Wabababab. Komm, gib her. Geh weg. Mann, ich bin hier am Buddeln. So, was diesmal? Ein altes Fossil. Ist aber schon heftig, ey. Wie groß das einfach ist. Das ist wirklich, selbst wenn man die Zeit hat und direkt von Anfang an hier hinkommt, man schafft es einfach nicht, alles aufzubuddeln. Das geht gar nicht, glaube ich. Ich meine, ich bulle jetzt schon die ganze Zeit an den Stellen, die halt nur offen sind, weil da Sachen drin sind. Und allein wegen den öfter raufbauen, es dauert halt ewig. Wirklich. Fossil. Da ist wahrscheinlich wieder eine Münze. Da mache ich den Punkt runter. Ja, yeah, alte Münze. Ich glaube, danach ziehen wir erstmal von dannen. Komm, gib her jetzt. Gib her, habe ich gesagt. Oh. Oh mein Gott, was ist das denn? Ein schöner Edelstein. Na gut, wir hauen ab. Tschüss. Hey, du willst jetzt schon wieder weg, oder was? Ja, ich will weg. Ja gut, dann komme ich mal mit. Ne? Ich hoffe, du weißt, was du hast. Also, was ich möchte, weil sonst gibt es einen aufs Maul. Also, zeig mal her. Hier, guck mal, Edelstein. Ja, toll, ey, nichts für mich.
Das nächste Mal hau ich dir aufs Maul, wenn du nicht die Tafel ausbuddelst. Hast verstanden, Mann? Okay, sorry. Tschüss. Ich glaube, da ist jemand angepisst. Ach ja. Vierte Kapitel, ey. Jetzt werde ich langsam alt. Alt und zerbrechlich, Leute. Ich hab's noch dabei, okay. War schon wieder meine Tochter, was geht? Die Leute ermahnen mich immer, nicht so kindisch oder damenhaft zu sein. Was in aller Welt meint ihr eigentlich damit, wenn ich das nur wüsste? Oh, manchmal wünsche ich mir echt... Okay, wow. Papa, bitte lass mich vor dir baden, hörst du? Immer wenn ich nach dir ins Bad gehe, ist die Wanne total dreckig. Okay. Ja gut, sorry. Seltene Baumfrucht. Ziegenmilch, ah. Schalroter Salat. Melonensamen. Seltene Kreuzung. Eine spezielle Hacke. Süßwasser. Eine spezielle Gießkanne. Oh mein Gott, jetzt kommen die ganzen. Kuhbutter. Nur Rang S. Nein, ich hatte das schon. Ja, krass. Oh mein Gott, ey, jetzt kommen die ganzen heftigen Mega-Aufträge. Ach du Scheiße. Hab ich? Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Wir holen uns die S-Plus-Butter, schnell. Ich will den Mega-Maker haben. Oh mein Gott, ich raste aus, ey. Lutsch. So, hier, Butter, 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 Butter. Wir machen nur eine. Ich will, wer weiß, wie viel der noch haben will. Oder hier irgendjemand anderes oder so. Bam. So, Kollege, ich komme vorbei. Ich habe die Butter, die du möchtest. Gib mir den krassen Maker. Boah, heftig, ey. Oh nein, Katzin. Schon wieder? Willst du mich verarschen, Mann? Wie viele Typen triffst du eigentlich und die lassen dich sitzen? Willst du mich verarschen, Mann? Och, Mann, ey, schon wieder. Oh. Oh, Tanamo, hättest du eine Minute? Ich bräuchte jemanden zum Ausrollen. Schon wieder? Ja, kein Problem. Ich wurde schon wieder sitzen gelassen. Schon wieder? Ja, ja, schockierend, ich weiß. Diesmal bin ich mit jemandem ausgegangen, der ein paar Jahre jünger war als ich. Es hieß sogar ausnahmsweise gut, aber dann, sobald ich mein Alter erwähnte, komplette Funkstille. Er hat getan, als gäbe es mich nicht. Anscheinend hatte er ein Problem damit, dass ich auch nur ein bisschen älter bin. Lächerlich. Das Alter für meine Dates irgendwie immer so eine große Sache. Aber wieso? Entscheiden ein paar Jahre darüber, wie liebenswert ich bin? Warum darf ich nicht so sein, wie ich bin? Ich habe es satt. Ich kann mich aufbrezen, so viel ich will. Es ist nie gut genug. In dem Moment, in dem sie mein Alter hören, schauen sie mich nicht einmal mehr an. Dann geht die Suche wohl weiter. Die Arme. Danke, dass ich das loswerden konnte. Jetzt fühle ich mich schon besser. Ich hoffe, du bist auch nächstes Mal wieder für mich da, wenn ich eine Schulter zum Anlehnen brauche. Klau. Oh Gott, das ist echt mit Abstand die längste Folge. Wo die... Ach, egal. Es ist ja nicht so schlimm. Hallo. Nein, du bist nicht da. Wo bist du? Wo ist er? Verdammte Scheiße. Wo ist er? Wieso ist er nicht hier? Er ist nicht da. Wo versteckt er sich? Warte mal, ich kann doch auf die Karte gucken. Hä? Aber er muss hier sein. Hä? Habe ich ihn nicht gesehen? Bin ich dumm? Da ist sie. Hä? Hä? Der ist nicht da. Die Map verarscht mich. Warum macht die Karte das? Naja. Dann gehen wir halt zuerst zum Event, komm. Dann halt so. Auch wenn das Spiel mich ein bisschen mobben will. Naja. Ey, das ist so krass. Wir sind halt jetzt erst am ersten Tag
Wir sind schon bei 50 verdammten Minuten. Und der zweite Tag muss ja auch noch irgendwie in die Folge rein. Oh. Oh, meine Tochter. Jetzt kommt ein Event nach dem anderen. Hallo Gary. Hier wartest du schon lange nicht. Hier warst du schon lange nicht mehr spazieren. Was? Ah, Romane, hallo. Da Nina nicht mehr da ist, gehe ich nicht mehr so oft raus. Ich dachte, ich vertrete mir mal meine alten Beine. Schön, ja. Ich erinnere mich noch, dass Lumina immer Klavier geübt hat, wenn wir hier vorbeigekommen sind. Oh mein Gott, ich habe schon wieder... das ist so dumm. Blablabla zu sagen, hätte ich dir geantwortet im Leben nicht. Aber selbst ich muss zugeben, dass sie besser geworden ist. Nina und ich waren uns einig, sie spielen zu hören, war der Höhepunkt unseres Spaziergänge. Nun, du musst wissen, Lumina hat höchstwahrscheinlich bemerkt, dass ihr beide stets zur gleichen Zeit vorbeigekommen seid. Und diese Tageszeit hat sie immer etwas bereitwilliger geübt, auch wenn sie das Klavier sonst weiß Gott nicht ausstehen konnte. Oha! So was aber auch. Und wir dachten, dass sie uns nicht bemerkt hätte. Naja, wenigstens hat es zu etwas Gutem geführt. Richtig, es ist einfacher, die rechte Motivation zu finden, wenn man weiß, dass sich jemand darauf freut, einen zu hören. Übrigens, Melody kommt in letzter Zeit immer wieder vorbei, um... Ach, wenn man vom Teufel spricht. Hallo, ja, hallo, meine Liebe. Möchtest du wieder Klavier spielen? Dann tu dir keinen Zwang an. Du kannst so lange spielen, wie du möchtest. Das mache ich, danke. Und so schlagen wir ein neues Kapitel auf. Es ist immer schön, wenn junge Leute zu anständigen Erwachsenen heranwachsen. So ist es. Wenn ich ihr lausche, weckt das schöne Erinnerungen. Vielleicht bleibe ich auch noch ein bisschen, um zuzuhören. Wirklich, es wäre toll, Publikum zu haben. Holy Schmoly, ey. Ohoho. Oh, oh. Na gut, dann jetzt endlich Event. Moin, ja, ich hab was dabei, kein Problem. Ja, kulinarische Kreation. Bitteschön, Schalachroter Salat, gönn dir. Meine Güte. Vielen Dank, ich bin mir sicher, es wird allen munden. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Das ist immer so, wenn ich komme. Naja, ja. Komm, gehen wir mal raus. Die sind bestimmt alle da. Alle aus dem Nichts gespawnt. Und die Tische auch. Oh mein Gott, krass, ey. Huch, wir sind gerade erst raus. Und meine Familie ist anscheinend auch gekommen. Ja, das ist sehr nett. So, damit will ich vielen Dank fürs Erscheinen. Silvesterparty kann losgehen. Ne? Viel Spaß also. Tschüss. Oh Mann. Aha, Melody, aha, mit Hugh oder was? Aha. Dann wollen wir einmal sehen, was sie da mitgebracht hat. Was hat Tanomo denn da gemacht? Oh, Scharlachroter Salat. Das ist ja richtig geil, ey. Boah, ey, schau mal, wie viel da drin ist. Ich fresse jetzt erstmal alles raus, ne? Es ist super geil. Oh mein Gott, meine alten Knochen. Oh, ich spüre wie meine Energie zurückkommt. Das lässt sich echt gut essen, aber von dir hätte ich auch nichts anderes erwartet, Tanamo. Ja, ich weiß. Es wird schon spät, wir sollten hiermit schließen. Und jetzt verpisst euch. Danke fürs ganze Essen, haut ab. Oh Mann, ey. 17:55. So, ich brauche Plätze. Plätze, schnell. Wir müssen zurück. Plätze! Er ist schon wieder am Trainieren. Warte mal. Er sollte eigentlich da sein. Gib mir meine neuen Maker. Ach, da bist du ja endlich. Ich bin wegen deinem Auftrag hier.
Guck mal, die krasse Butter. Bitteschön. Oh wow, diese Butter sieht köstlich aus und großartige Butter erkenne ich sofort. Dankeschön, dass du sie vorbeigebracht hast. Hast du kurz Zeit, wenn du nichts dagegen hast, würde ich dich gerne dafür belohnen. Alter, eine Katze nach der anderen heute. Wunder aller Welt habe ich das Ding nur wieder hingelegt. Nun, nur einen Moment noch. Wenn ich weiter suche, finde ich es früher oder später. Oh, das Bild ist dir wohl ins Auge gesprungen, stimmt, Sanamo? Das sind Lou und ich, als wir noch jung waren und die Welt bereist haben. Das wurde in einem Milchbauerndorf aufgenommen. Die Leute haben alle möglichen Tiere aufgezogen und tolle Milchprodukte hergestellt. Ihre Butter könnte sich sogar mit deiner messen, Tanamo. Wie gesagt, echt toll. Ah, da ist sie ja. Oh mein Gott. Diese Megboshi stammt sogar aus dem Dorf, aus dem Foto. Sie war ein Geschenk von den Leuten dort. Haha, komisch. Sieht sie schon aus, stimmt's? Aber in deinen Händen ist sie bestimmt gut aufgehoben. Ja, danke schön, ey. Pass gut auf sie auf, hörst du? Nice. Jetzt haben wir den Crazy. Den neuen Maker. Eine neue Make-Maschine. Nice, ey. Boah. So. Dann schauen wir doch mal. Gesegnete. Oh mein Gott, das ist alles hier, oder was? Boah, krass, ey. Einfach alles gelootet. So, dann gießen wir mal fix noch. Bumm. Oh mein Gott, den habe ich voll vergessen da hinten. Er ist trotzdem gewachsen. Okay, dann noch Dünger. Schauen wir mal. Wer will Dünger? Du willst Dünger. Hier, bitteschön. Ihr wahrscheinlich auch alle. Fuck, ich hab... Nein! Ich hab keinen Dünger mehr. So, wir machen Dünger. Hier, zack. Weg mit den Blumen. Ach du Scheiße, ey. Diese Folge wird so lang. Oder eigentlich kann ich sie auch runtercutten. Mal schauen. Ich glaube, das ist auch schon ein bisschen anstrengend, wenn man mir die ganze Zeit beim Züchten zuguckt. Ja, wenn ich es nicht vergesse, werde ich es machen. So. Zack. 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 Das muss auch noch gegossen werden, kein Problem. So. Jetzt aber. Okay. Okay. Jetzt haben wir hier noch ein paar Erfolge, ey, Wahnsinn. Viel zu viele Erfolge mache ich aktuell. Oh mein Gott, oh mein, okay. Hallo, chillt mal, hallo. Oh ey, das ist... Ach du Kacke, ey. Wir gehen alle voll ab. Hey, jetzt... War ich hier schon drin heute für Eier oder was? Nee. Oder? Okay, die haben alle keinen Bock. Oh mein Gott, Entwickler patcht das endlich, bitte. So, morgen ist, glaube ich, erstmal nix. Ja, perfekt. Gott, jetzt muss ich immer dahinter laufen. Hallo. So, schlafen. Bam. Meine Gott, ey. Boah, ey, schlimm. So, guten Morgen. 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 Einmal überall durchrennen. Boah, krass, ey, wie viel ich hier einfach hab. Okay, wir machen heute eine kurze, ganz kurzen Ding. Weil, ja. Es ist schon ein bisschen viel jetzt passiert. Sonst ist hier nix, oder wie? Ah, doch hier. Da versteckt sich auch noch was. Oh, nur einer. Das ist der ist gerade nachgewachsen. So, mal gießen. So, dann hier oben auch noch.
ich immer mal gucken, ob ich vielleicht schon was abziehen kann, weil manchmal geht sonst alles kaputt. Aber nö, hier ist soweit nix. Alright. Ich habe nicht alle erwischt, oder? Doch. Ey, das ist so krass einfach. Kann es sein, dass die Kühe automatisch aufstehen jetzt bei der Gesegneten? Aber irgendwie habe ich das Gefühl. Also insofern man gerade melken kann natürlich. So, schauen wir nochmal auf die Aufgabe. Eine spezielle, seltene Kreuzung. Ja gut, das wird noch ein bisschen dauern. Süßkartoffel, Eiscreme, Pulli, Bibimbap. Ja gut, das wird alles noch ein bisschen dauern. Ziegenmilch, seltene Baumfrucht. Was ist denn eine seltene Baumfrucht? Ich kann einfach mal zu mir hingehen. Vielleicht ist ja schon hier der Orapel eine seltene Baumfrucht. Theoretisch ja schon, aber keine Ahnung. So, ich komme, alter Mann. Moin. Plaudern. Mir knurrt der Magen. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Mir knurrt der Magen. Ist das was passiert? So. Einfach nichts dazu gesagt, ey. Nice, das reicht also doch. So, perfekt. Hier, bitteschön. Eine seltene Frucht, ey. Das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Vielen Dank, dass ihr Mühe gemacht habt. Das war's, was. Hier ist deine Belohnung. Yeah, Ziegenmilch. Dankeschön. Damit können wir schön Ziegenbutter machen. Gute Ziegenbutter. Ziegenbutter. So. Machen wir mal wieder fix einen Timeskip. Boah. Eieieiei. Der zweite Frühling. Ich lasse die Blumen einfach mal da. Oh, und tschüss. Gehen wir. Und wieder da, 14 Uhr. Der gute Pui Pui. Aber meine Haare werden nur ganz leicht grau gerade. Also ich merke kaum einen Unterschied. Liegt vielleicht an der Haarfarbe. An der natürlichen blauen Haarfarbe. Ja, diese gute Haarfarbe, ey. So. Schauen wir mal da drüben rein. Ja, meh. So, nochmal gießen. Oh, zack, zack, zack. Boah, Alter, wie die hier aussieht, ey. Die Mini-Melo. Schon hübsch. Chill wird bald blühen. Der Fußball. Kartoffel. Warte mal, musste man... Süßkartoffel. Ah ja, okay. Melo, Melo. Ach, stimmt, hier waren die Warüben und so, die ich... Oha. Süßkartoffel auch. Ja, brutal. Eigentlich muss ich, glaube ich, die Bäume gar nicht mehr gießen. Oh, oh. Oh, nee, geht nicht. Hier auch nicht. Okay. Dann nicht. So. 15 Uhr. Gibt's hier nochmal irgendwas? Nee, sorry. Sorry, wollte ich nicht. Schauen wir kurz bei den Hühnern nochmal rein für die Eier. Guten Tag. Ja, mit den Eiern. Ja, mit... Wir schlüpfen noch ein paar aus, ey. Auch Enten. Enten. Aber wenn, hole ich mir die Ziege, weil die ist ja leider Dings zeitgebunden anscheinend. Deswegen, sobald es die Ziege gibt, wird sie gekauft. Habe ich auch voll vergessen, ey. Nein, ja. Oh, ein goldenes Ei. Hühnchen, dankeschön. Hühnchen, dankeschön. Löchen. Kein Dankeschön. Huch. Grünes Herz. Ziegen mich. Ah. Dieser goldene Fisch. Sechseckerz.
Okay, ist ein sehr, sehr komischer Titel. So, ich hoffe, euch geht's allen gut. So, dich da hinten habe ich schon im Kopf. Hey, Fräulein, wo warst du? Hey, Papa. Hey, ich habe dir eine Frage gestellt. Die Silvesterparty hat mir gefallen. Hugh war auch da. Oh. Ich glaube, sie steht auf Hugh. Ist aber nur eine dreiste Vermutung. Das ist ein anständiger Bursche, behaupte ich, denke ich, schätze ich. Oh, weil ich jetzt am letzten Tag so spät erst gedingst habe. Oh, wirkt sich das auf alles aus, ey, Mann. Bitte lasst mich euch meckern. Die aktuelle Folge geht schon 1 Stunde und 6 Minuten. Es sei denn, ich skippe irgendwas. Oder schneid oder mach halt eine Geschwindigkeit rein. Beim Kreuzen, das ist halt im Schnelldurchlauf passiert. Und ich, also wenn ich dran denke, natürlich. Haha. Ich denke oft nämlich nicht an solche Sachen. Oh, gesegnet. Okay, die steht nicht extra dafür auf. Schade, ich dachte, das wäre so. Hui. So, gute Nacht. So, dann gehen wir ins Bett. Die sieht irgendwie ein bisschen angepisst aus. Oder traurig. Jetzt gehen wir mal oben rum. Na, Bubu, wie hat die Silvesterparty gefallen? Du hast auch ein Gericht mitgebracht, oder? Ich habe es neben den anderen Gerichten gesehen. Meine Tante meinte, dass sie sich schon sehr darauf gefreut hat, es zu probieren. Ja, ja, ich geh schlafen. Tschüss. Boah, so viel, ey. Oh mein Gott. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Star Wars Seasons. A Wonderful Life, euer Guantanamo. Tschüssi.